750 Millionen Euro beträgt das Sonderprogramm zur Beschleunigung der Impfentwicklung gegen SARS-CoV-2, das die Bundesregierung für die Pharmafirmen Mitte Juni ausgelobt hat. Nun sinkt die Bereitschaft der Bürger in ganz Europa, sich gegen SARS-CoV-2 impfen zu lassen. Besondere Sorgen bereiten vielen Menschen mögliche Nebenwirkungen der Immunisierung. Zu Recht, meint Professor Sucharit Bhakti, deutscher Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, emeritierter Professor der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, der von 1991 bis 2012 Leiter des dortigen Instituts für medizinische Mikrobiologie und Hygiene war. Professor Bhakti hält etwa die Hälfte der von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Impfungen für sehr wirksam und sinnvoll und hat selbst an Impfentwicklungen mitgearbeitet. Im Falle der Impfstoffentwicklung gegen SARS-CoV-2 regen sich bei ihm allerdings nicht nur Zweifel. Er befürchtet, dass die Wirkmechanismen dieser neuartigen Impfung weder vollständig getestet noch alle Risiken überhaupt bedacht wurden. Er ringt darum, mit den Kolleginnen und Kollegen in Austausch zu kommen und an die notwendigen Informationen zu gelangen. Hören Sie hier den zweiten Teil seiner Ausführungen. Diese Vorstellung, dass Antikörper schützen werden gegen eine Infektion, ist laienhaft. Denn der Schutz durch Antikörper ist nicht schwarz-weiß, ist nicht klar, sondern ist zahlenabhängig. Antikörper sind wie Soldaten, die stehen praktisch vor einer Zelle und verteidigen sie, damit die Türen nicht angegriffen werden können von den Viren. Die Viren wollen mit ihren Händchen diese Tür aufmachen, die Soldaten binden die Händchen weg. Nun ist es doch völlig klar, dass wenn ausreichend Soldaten da sind, die Viren abgewehrt werden können, abgefangen werden können, wenn die Viren nicht in zu hoher Zahl da sind. Okay? Nach einer Impfung kommen die Soldaten nicht. Soldaten werden hergestellt durch den Impfstoff. Aber die Zahl der Soldaten geht zurück, und zwar über die Zeit ziemlich rapide. Nach 6 Monaten haben sie nicht mehr genug Soldaten. Sie sind zwar da, aber in kleiner Zahl. Wenn jetzt das Virus kommt, werden die Soldaten überrannt. Das ist der Grund, weswegen so viele Impfungen aufgefrischt werden müssen. Mhm. Dass die Impfung also von Dauer schützen wird, ist ein Märchen. Erstens. Zweitens, wenn die Händchen der Viren sich verändert, wie es eigentlich fast immer ist, werden die Soldaten schwächer, sodass sie noch einfacher überrannt werden. Deswegen ist die Vorstellung, einen Impfstoff zu entwickeln, der die Zahl der Soldaten in die Höhe stellen lässt und dass man dann geschützt wird und dass dieser Schutz nachvollziehbar sein wird, wenn man Immunitätsnachweise macht, ist völlig irre. So. Aber mit der normalen Impfung ist doch genau das vorgesehen. Und ja, das und deswegen ist die normale Impfung von vornherein Unsinn. Im Fall von Virusinfektionen wie SARS-CoV-2 eine ist, sind es eine Unmenge von Viren, die auf einmal abgefangen werden müssen, beschreibt es Professor Sucharit Bhakti. Wenn ein Bakterium, ein Wundstarkrampferreger oder Diphtheriebakterium in den Körper kommt und anfängt, sein Gift herzustellen, ist die Menge an Gift so klein, dass das Gift die Antikörper nicht überwinden kann, da die Antikörper in der Mehrzahl sind. Das sei der Grund, warum Impfungen gegen Bakteriengifte sehr gut seien. Zurück zum Virus SARS-CoV-2. Und die normale Impfung ist Unsinn, weil das ganze Konzept unsinnig ist. Erstens. Zweitens ist Unsinn, weil auch die normale Impfung, auch nicht mit mRNA, immer Risiken birgt, die man nicht absehen kann. Man weiß gar nicht, was passieren wird, wenn man diesen neuen Impfstoff nimmt. Das ist bei der Schweinegrippeimpfung vor 11 Jahren auch hinlänglich bekannt geworden, dass wenn man anfängt, die Masse zu impfen, also millionenfach, dass Nebenwirkungen da sein können, die man sonst überhaupt nicht vorhersehen kann. Sie wissen ja von dieser Schweinegrippeimpfung, die wirklich eine Tragödie geworden ist, weil eine Erkrankung zutage getreten ist bei einem Impfstoff. Das war Smith-Klein-Beecham. Ja? Wir wissen, dass die WHO und überhaupt
die ganze Welt gesagt hat, wir werden jetzt Millionen impfen, nicht? Und dass es auch passiert ist. Sie wissen, dass Deutschland 60 Millionen Impfstoffdosen gekauft hat, England 90 Millionen, Frankreich 90 Millionen, die wollten die gesamte Bevölkerung durchimpfen, genauso wie jetzt. Und sie haben ganz normalen Impfstoff genommen mit Verstärkern. Also in Europa mit Verstärkern, in Amerika ohne Verstärker. Aber der neue Impfstoff gegen Covid ist mit Verstärker, das ist völlig klar. Und diese Verstärker, die bergen Risiken. So, was passiert ist bei der Schweinegrippeimpfung ist, dass eine Nebenwirkung aufgetaucht ist, was Tausende von Menschen, hauptsächlich Kinder und junge Erwachsene, betroffen hat. Und das war etwas wie die Schlafkrankheit. Narkolepsie. Und zwar deswegen, weil Antikörper gegen dieses Virus, nicht gegen die Händchen, sondern gegen andere Teil des Virus, die auch gleichzeitig produziert wurden, die reagierten mit Zellen im Gehirn und haben sie umgebracht. Und deswegen sind diese Menschen lebenslänglich im Prinzip in einer Art Schlafkrankheit. Tausende, weil Millionen geimpft wurden. Diese Impfnebenwirkung konnte man nicht überhaupt vorhersehen, weil nur ein kleiner Teil, im Prinzip eine von 10.000 Impflinge, ist erkrankt. Aber da sie so viele Millionen geimpft haben, ja, sind dann über 2.000 Menschen erkrankt. Und das hat also eine Prozesswelle eingeleitet und Schadensersatz in Milliardenhöhe. Und das war nur eine von vielen Nebenwirkungen, die diese Schweinegrippe-Impfung hervorgerufen hat. Dasselbe steht uns jetzt bevor, weil in dem Moment, in dem man Massenimpfungen durchführt, mit einem neuen Impfstoff, der nicht geprüft werden kann, weil sie müssen sehr, sehr viele Leute impfen, bevor diese Nebenwirkungen überhaupt bekannt werden. Verstehen Sie? Mhm. Und so viele können sie gar nicht impfen, wenn sie innerhalb von 6 Monaten einen Impfstoff haben wollen und dann Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen geimpft werden sollen. Soweit Professor Sucharit Bhakti, Mikrobiologe und Infektionsepidemiologe zur neuen Impfstoffentwicklung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Zu seinen Bedenken wird es in dieser Reihe noch einen weiteren Beitrag geben, nachdem wir den Pharmakologen und Toxikologen Stefan Hockerts zu Wort kommen ließen. Alle Beiträge sind auf unserer Homepage www.radiomünchen.net abzurufen.